Servus Leute und damit hallo und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge der Nürnberg-Karriere, beziehungsweise ziemlich sicher der letzten Folge. FIFA 23 steht eben schon relativ zeitnah vor der Tür und deswegen macht es einfach keinen Sinn, da irgendwie noch weiterzumachen. Ich könnte zwar noch die nächste Saison anfangen, aber wir würden das nicht mehr rechtzeitig zu Ende bekommen. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht und deswegen wird die Karriere dann an dieser Stelle enden. Ich würde aber auch sagen, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall einen würdigen Abschluss erlebt. Also ich meine, viel spannender kann so eine Karriere ja auch eigentlich gar nicht zu Ende gehen. Und zum Glück konnten wir auch die Klasse halten und somit können wir das Ganze mit einem positiven Gefühl abschließen. Wie immer natürlich der kurze Reminder, wenn euch die Serie bis hierhin gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und für alle, die neu sind, gerne auch meinen Kanal abonnieren. Es wird auch in Zukunft coole Karriereprojekte geben. In FIFA 23 werden wir dann mit einer komplett neuen Karriere natürlich reinstarten. Und da würde ich mich auch natürlich freuen, wenn der ein oder andere von euch auch da am Start ist. Als erstes wollen wir natürlich einen Blick auf die Bundesliga-Tabelle werfen. Das kennt ihr ja schon aus der letzten Folge. Wir sind 15. geworden, Köln muss in die Relegation, Augsburg und Bochum steigen direkt ab. Und dann werfen wir natürlich auch noch einen Blick auf die obere Tabellenhälfte und wir sehen, wie in jedem Jahr gefühlt, der FC Bayern wird deutscher Meister mit 79 Punkten, 10 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund, auf dem 3. Platz dann der VfL Wolfsburg und Tabellenvierter wird Leverkusen, Leipzig kommt nur in die Europa League und Borussia Mönchengladbach erreicht die Conference League. Wie eben schon erwähnt, musste Köln in die Relegation, da konnten sie sich dann allerdings gegen Greuther Fürth durchsetzen. 2:1 das Rückspiel gewonnen, das Hinspiel ging dann logischerweise mit 1:1 unentschieden aus. Also der erste FC Köln bleibt in der Fußball-Bundesliga. Und den DFB-Pokal gewinnt dann einfach der SC Freiburg im Finale gegen Mainz 05. Was ein komplett random Finale ist das denn einfach? Ich glaube, das war zwar kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja komplett krass einfach. Kein Bayern, kein Dortmund und dann auch irgendwie nicht Leipzig, Wolfsburg, sondern einfach Mainz und Freiburg. Aber gut, die Bayern sind halt auch schon im Viertelfinale gegen die Hertha ausgeschieden. Und dann waren auch nur noch Hertha, Freiburg, Mainz und Hoffenheim übrig. Also eigentlich war da schon klar, dass es einen ziemlichen Außenseitergewinner geben wird. Borussia Dortmund ist dann sogar noch eine Runde vorher ausgeschieden gegen den SC Paderborn, also auch die mit einer wirklich bescheidenen Leistung im DFB-Pokal. Jetzt kommen wir zu den europäischen Wettbewerben. Die Conference League gewinnt Arsenal im Finale gegen Bilbao. Die Europa League gewinnt dann eine italienische Mannschaft. Im rein italienischen Finale setzt sich Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo durch. Und die UEFA Champions League gewinnt der absolut sympathische FC Barcelona. Den kann man ja einfach nur lieben. Was für bodenständige, wirtschaftlich gute Arbeit die machen. Sei ihnen von Herzen gegönnt, dass sie da gegen Chelsea gewonnen haben. Die Torjägerkanone in der Bundesliga hat sich dann Erling Haaland geholt mit 22 Toren in 34 Spielen vor Daniel Malen, der nur ein Tor weniger gemacht hat. Ansonsten auch noch Nunez mit 20 Toren und Thomas Müller, der ist scheinbar immer noch richtig gut unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie alt er inzwischen ist, auf jeden Fall auch schon Mitte 30 oder so, hat aber auch nochmal 19 Tore gemacht. Die meisten Torvorlagen hat dann Suleimana von Gladbach beigesteuert, auf dem 2. Platz Talisca von Wolfsburg und Alvarado von Hoffenheim und auf dem geteilten 4. Platz neben Julian Brandt, Erling Haaland, Nunez und Florian Wirtz ist dann auch Fabian Nürnberger aus unserer Mannschaft, also hier zumindest einer von unseren Spielern in der oberen, ja, in der oberen Gruppe einfach vertreten. Und das gleiche gilt auch für die Spieler mit den meisten Spielen ohne Gegentor. Da geht es natürlich um die Torhüter. Da ist auf dem 1. Platz Kun Castells von Wolfsburg, dann Gregor Kobel von Dortmund und auf dem 3. Platz dann Marius Müller. Der hat hier wirklich eine richtig starke Saison gespielt, hat einige unfassbare Paraden rausgehauen und ist deswegen auch vollkommen verdient hier auf dem 3. Platz. Jetzt seht ihr im Hintergrund noch unsere Mannschaft, wie sie inzwischen aussieht, muss man auf jeden Fall sagen. Die haben sich eigentlich ganz gut entwickelt, sind jetzt allerdings auch nicht unfassbar krass in ihren Ratings explodiert oder so. Liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt nicht unbedingt super viele Talente in der Mannschaft hatten. Und wenn dann zum Beispiel ein einigermaßen talentierter Spieler wie Linden Meiner zu uns gekommen ist, dann eben erst in der Winterpause. Insgesamt muss ich sagen, bin ich trotzdem mit der Entwicklung zufrieden. Wir haben jetzt eigentlich keinen Spieler unter einer 74 außer Jäkel und der wird das wahrscheinlich relativ schnell erreichen. Deswegen, ja, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine solide Truppe. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, in der nächsten Saison würden dann einige Spieler wieder zu ihren eigentlichen Vereinen zurückkehren.
Felix Paslak, Tom Kraus und auch Borkowski sind ja nur ausgeliehen. Also da müsste Nürnberg auf jeden Fall nochmal nachlegen. Für den Moment ist das aber auf jeden Fall in Ordnung. Und ich bin auch der Meinung, dass es ziemlich krass gewesen wäre, wenn wir mit dieser Mannschaft abgestiegen wären. Und deswegen bin ich auf jeden Fall heilfroh, dass wir die Klasse noch gehalten haben. Als nächstes wollen wir uns dann noch so ein bisschen die Spielerstatistiken anschauen. Dennis Borkowski ist ja erst zur Winterpause gekommen. 16 Spiele, 7 Tore. Stellt euch mal vor, der wäre die ganze Saison bei uns gewesen. Auf jeden Fall eine richtig starke Bilanz. Das gleiche gilt auch für Tom Bierschenk. Der hat zwar gut doppelt so viele Spiele gemacht wie Borkowski, aber auch er mit 7 Treffern in 30 Einsätzen. Dazu noch eine Torvorlage. Und ja, was soll ich sagen, ich liebe diesen Typen einfach, der ist ja schon wirklich so eine kleine Karriere-Kanallegende, wie man es auch immer nennen möchte, geworden. War ja schon ein bisschen zufällig, dass der damals bei Halle bei uns gelandet ist, hat seine Sache aber wirklich richtig gut gemacht, konnte überzeugen, dann haben wir ihn zu Nürnberg geholt, er hat uns in die erste Liga geschossen und das fast alleine im Alleingang. Und ja, jetzt in der Bundesliga immerhin 6 Tore gemacht, dazu noch 1 im DFB-Pokal. Da kann man auf jeden Fall nur den Hut ziehen. Ich werde ihn auf jeden Fall am meisten aus dieser Karriere vermissen. Als nächstes haben wir dann Joel Poyanpalo, den haben wir ja von Leverkusen ausgeliehen. 3 Tore, 3 Vorlagen, ist in Ordnung, so richtig überzeugen konnte er aber leider nie und hat dann ja auch in der Rückrunde seinen Platz an Borkowski verloren und auch nicht mehr so die große Rolle gespielt. Auch wenn er in Anführungsstrichen nur 4 Scorerpunkte gemacht hat, ist Darko Chulinov einer der wichtigsten Spieler in der abgelaufenen Saison gewesen. Unter anderem ja auch den Last-Minute-Siegtreffer gegen Wolfsburg gemacht. Ebenfalls gegen Wolfsburg getroffen hatte auch Linden Meiner, der hat auch eine starke Saison gespielt. 2 Tore, 1 Vorlage. Sind jetzt vielleicht auch nicht die besten Statistiken, aber der war so wichtig für unser Spiel, weil er einfach nochmal richtig viel Tempo reingebracht hat. Wir hatten davor einfach niemanden, der so schnell ist wie Meiner. Und deswegen eine ganz wichtige Verpflichtung. Ebenfalls richtig gut gemacht hat seine Sache dann auch Dennis Kuhn. Der hat ja gerade mal eine 62, hat aber in 11 Spielen 2 Tore und 3 Vorlagen beigesteuert. Und wenn der nicht für 2 Monate verletzt gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch bessere Statistiken erreicht und wäre noch wichtiger geworden. Schade natürlich, dass wir jetzt nie erfahren werden, wo bei ihm die Reise hätte hingehen können. Aber gut, so ist es eben nun mal im Karrieremodus. Irgendwann endet eine Karriere und dann, ja, hört das Ganze eben auch auf. Okay, das war jetzt vielleicht nicht der schlauste Satz meines Lebens, aber ja, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ansonsten haben wir dann noch Bittencourt, 2 Tore, 2 Vorlagen, muss ich ehrlich sagen, hatte ich mehr erwartet, hat mich ein bisschen enttäuscht, war jetzt aber auch kein kompletter Ausfall. Als nächstes dann noch Erik Tommy, 1 Tor, 3 Vorlagen, war in der Rückrunde nur noch Rotationsspieler, aber hat seine Sache auch solide gemacht. Und dann haben wir noch Tom Kraus, der hat 1 Tor erzielt. War aber vor allem natürlich jetzt nicht für die Offensive, sondern eher so für die Defensive bzw. auch als Bindeglied zwischen Off- und Defensive geholt worden. Und da hat er seine Sache auch richtig solide gemacht. Ansonsten haben wir dann noch Fabian Nürnberger, der hat wettbewerbsübergreifend 8 Tore vorbereitet. Und Çalhanoğlu, der hat 3 Tore vorbereiten können, hat ja aber vor allem in der Hinrunde nicht so viel gespielt, weil da hatten wir noch Tim Handwerker. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Felix Paslak, die Leihgabe von Borussia Dortmund mit 2 Vorlagen. Dann dachte ich mir, schauen wir noch kurz, wo unsere ehemaligen Vereine inzwischen stehen. Der HSV hat es geschafft, ist ja in der letzten Saison abgestiegen und jetzt wieder direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Bei Halle sieht das allerdings nicht ganz so gut aus. Nach dem Abstieg sind sie jetzt scheinbar 2 Jahre später richtig abgestürzt, sind letzter in der dritten Liga geworden. Da fühle ich mich ehrlich gesagt fast schon ein bisschen schlecht, dass wir die damals im Stich gelassen haben. Aber ich hätte ehrlich nicht erwartet, dass die so auseinanderbrechen. Auf jeden Fall eine ganz bittere Zeit für Halle. Wenn es in FIFA die Regionalliga geben würde, würden sie ja tatsächlich jetzt schon wieder absteigen. So bleiben sie zumindest in der dritten Liga und haben dann die Chance, es im nächsten Jahr besser zu machen. Ich habe dann einfach mal aus Interesse geguckt, wie der HSV sich so entwickelt hat. Die haben ein paar ja ganz gute Spieler geholt, ein paar Spieler abgegeben. Herausstechen tut aber allerdings dieser Kollege hier, Julian van Dorn. Das war einer der Jugendspieler, die wir beim HSV irgendwann mal hochgezogen haben. Wir haben kein einziges Spiel mit ihm gemacht, aber schaut euch mal diese Werte und vor allem seinen Marktwert und seine Freigabesumme an. Also Halleluja, da haben wir ein richtiges Talent damals hochgezogen, ohne es so wirklich zu wissen. Ist natürlich schade, dass wir nie selbst mit ihm gespielt haben, aber ja, gut für Hamburg. Können ihn dann wahrscheinlich irgendwann für, keine Ahnung, 80, 90 Millionen verkaufen und damit den ganzen Laden mal so richtig gut sanieren.
Und ja, liebe Leute, das war's dann auch schon quasi mit dem Video. Es gibt jetzt gleich im Anschluss noch die schönsten Treffer aus der abgelaufenen Saison. Ich bin da allerdings nicht mehr zu hören, deswegen verabschiede ich mich nochmal und bedanke mich vor allem auch nochmal für euren mega geilen Support auf diese Karriere. Ob es bei Hamburg war, ob es bei Halle war oder jetzt eben bei Nürnberg. Ihr habt immer supportet, immer Likes, immer Kommentare da gelassen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das ganze coole Feedback hat mich richtig gefreut. Und ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere von euch dann auch in der nächsten Karriere in FIFA 23 wieder am Start ist. Jetzt habe ich euch aber genug vollgelabert. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao ciao und viel Spaß mit den Toren.